take a trip to my. Jeder zweite Let's Player würde Minecraft Let's Playen. Ich will Minecraft Let's Playen! Ich will auch Minecraft Let's Playen. Ich will nicht Minecraft Let's Playen. Was? Der abonniert ihn! Und jeder hat vorher gerne mit Lego gespielt. Gib's doch zu. Auch du hast gerne mit Lego gespielt. Nein! Oh, schau mal, ich habe den Skin von Barbie. Es gibt Skins von Barbie? Whatever. Minecraft ist ein saugutes Spiel und deswegen bekommst du von mir einen. Yay! Okay, das war vielleicht ein bisschen sinnfrei. Warum habe ich kein Gesicht? Wenn. Aber nur wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abo-geil! Jedenfalls könnt ihr Abo mich Abo-geil! Ihr... Abo-geil! Counter-Strike braucht man eigentlich nicht mehr viel wissen als... Und wie wir wissen, hat jedes Spiel auch irgendwo einen Frustfaktor. Unsinnige Sounds auf diversen Servern durch Sprachbefehl. Das geht so auf die Nerven. Ich meine ernsthaft, was soll denn das? Man kommt in einen Server rein, denkt sich nichts Böses und schreibt erstmal Hi. Hallo Spastier, ist es krass und du wirst gleich nach. Oh, oh. Wie geht's? Es geht mir gut. Yeah, yeah, yeah. Ich finde es okay, wenn man das Ganze in Grenzen hält. Aber bei jedem Wort? Wort. Wörter sind toll. Oh. Aber das waren noch gar nicht die schlimmsten. Hacker, Cheater, Knoppers. Was? Warte mal kurz. Oder habt ihr einfach noch kein Leben? Warum denn? Ich lebe in einem Haus aus Obsidian. Dort fließt Lava. Minecraft ist nicht das Leben. Wie jetzt? Wir sind alle ein bisschen genervt von einer bestimmten Sache. Verbietet diese sinnlose Gewalt! Verbietet Killerspiele! Alle Killerspielspieler werden zu Amokläufer! Und damit ich jetzt wenigstens ein bisschen cool aussehe, habe ich nur einen Hut auf den Kopf! Hi-Tech versus Retro! Leute, beruhigt euch doch mal! Möchte ich mich für euer positives Feedback über Bladi bedanken. Den meisten scheint zu gefallen. Wer bist du und was willst du? Was für ein Opfer? Lächerliches Video. Hast du den Gehirnschaden? Bist du zurückgeblieben oder sowas? Geiles Video. XD. Nintendo und Grafik, Alter. Nintendo ist nur was für kleine Kinder, Alter. Ich spiele jeden Tag GTA auf meine PS3, Mann. Ich hab da so meine Gun, ne, und... Was soll ich mit deinem Regenschirm, Alter? Ich will eine Gun! Schuhlevel? Ach, wirklich? Und was ist mit Splinter Cell? Resident Evil? Splinter Cell? Resident Evil? Zählt nicht, Digga, ist auch für kleine Kinder. Und Fliff. Es heißt aber Fliff. 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 Schnauze. Fliff, ausgehe. Es heißt immer noch Fliff. Ich bin nicht so einer, der behauptet, alle WoW-Spieler würden so aussehen. Oh, nicht. Oder würden sich draußen so verhalten. Das ist also... Das ist Real Life? Ja. Diese Grafik. Aber eins verstehe ich nicht. Was ist eigentlich die Handlung? Baff mich, baff mich, baff mich, baff mich, baff mich, baff mich, baff mich! Zweitens. Hey, where are you from? I'm from Germany! Nazi. Was zum Henker? Drittens. Betrüger. Betrüger. Hallo, ich bin GM. Mit deinem Account stimmt was nicht. Bitte gib mir doch mal dein Passwort, damit ich deinen Account überprüfen kann. Oh, mein Passwort ist Passwort. Ohne Scheiß, ey. Du verkaufst dein Set für 100.000 Gold? Die nehme ich. Trade. Trade. Hey, warte mal kurz, da stand doch eben 100.000. Warum steht da jetzt 10.000? Bug? Ich weiß nicht, ob ich dir nach dieser Aktion verzeihen kann. Eis spendieren. Oh, ein Eis? Ich habe dir verziehen. 3, 2, 1! Was? Nintendo hat schon vor 100 Jahren Videospiele gemacht? Buchstabier mir mal IQ. Bald schreiten wir das Jahr 1900. Mit dieser Karte könnte ich gewinnen. Hallo? Wirklich? Warte! Wir von Nintendo wurden mit einem Klempner berühmt, der größer wird, sobald er auf Drogen ist.
Okay, und Sega? Wir von Sega wurden mit einem Igel berühmt, der schneller wird, sobald er auf Drogen ist. Ernsthaft, wer kommt auf den Namen Cobalium? Cobalium. Ich werde mit euch die Pokémon werden irgendwann so aussehen. Das ist Quasmog. Ein Pokémon aus der 12. Generation. Wow, ein Pokémon aus der 12. Generation? Boah, ich freue mich. Okay, ich muss auch zugeben, dass die Grafik nicht unbedingt die beste ist. Die Grafik ist voll scheiße. Aber das Gameplay ist vorhanden und es macht unheimlich Spaß, Brawl of the Wii zu spielen. Boah, Metalhead kann nicht mal dieser scheiß Gott-Tier-Charakter. Naja, okay, nicht immer. My house, take a trip to my house.